Okay, Leute, jawohl! Ihr seht es richtig, ein neuer Zelda-Teil von mir. Zelda 2, The Adventure of Link. Das offiziell zweite Spiel. Ja, ich habe schon mal ganz kurz... Elimination Mode, das hört sich voll cool an. Ich habe hier schon mal ganz kurz was getestet. Nein, das war das Falsche. So, jetzt hat... nein, Markus wollte ich gar nicht. Das passt niemals rein. Dragonio. Ach komm, lass mal Dragonio. Okay. Gut, das ist der offizielle Teil 2 von The Legend of Zelda. Den ersten Teil habe ich Swordless ja schon gespielt fürs NES. Dieses hier ist ebenfalls fürs NES, ist aber von einem ganz anderen Kaliber. Was ich damit meine, werdet ihr gleich sehen. Denn ich starte jetzt. Dragonio dreimal. Also das heißt, ich habe 3 Leben. Und ja, man sieht schon, es ist kein Overhead-View. Nein, es ist ein Side-Scroller. Und das ist vollkommen essentiell anders zu den Zelda-Teilen, die danach kommen. Ja, auch in diesem Spiel ändert sich auch das... Es ist also die Overworld-Map, was wir hier sehen. Und auch das ganze Spielprinzip ist anders. Die Monster spawnen nur, wenn man in Wälder geht, wenn man hier in die Wüste geht oder hier ins Gras geht. Gibt es auch noch später Sumpf und den ganzen Spaß. Da kommen nur diese Monster. Meine Maus ist gerade im Bild. So, weg ist sie. Wenn sie einen berühren, kommt man in einen Kampfbildschirm. Dort kämpft man dann. In dem Fall war ich jetzt auf der Straße. Auf der Straße ist man generell sicher. Da kann man... nicht von Monstern irgendwie überrascht werden. Wenn ich aber jetzt hier im Gras, da sieht man schon, das sind schon die ersten Blobs. Das sind diese, die einfachsten Monster und die Zahlen, die hier nach oben gehen, sind Erfahrungspunkte. Erfahrungspunkte sind dieses Mal sehr, sehr, wow, wichtig. Jetzt habe ich beinahe nicht aufgepasst. Da man hier nicht einfach Herzteile bekommt, man zwar auch, aber, man levelt hier ein bisschen anders. Und zwar, wie ich schon gesagt, mit diesen wunderbaren Erfahrungspunkten. Dafür gibt es auch verschiedene Sachen. Kann ich euch auch schnell mal zeigen. Nämlich hier drin. Das sind jetzt erstmal Fledermäuse. Die müssen wir aufpassen. So. Die können ganz schön ekelhaft sein. Ekelhaft. So. Und diese P-Bags, wie auch der Angry Video Game Nerd so schön als Piss-Bags bezeichnet hat, geben 50 Erfahrungspunkte. Dann kann man auch gleich mal zeigen, weil man sieht ja oben rechts die Zahl. Ich habe jetzt 21 von 50, sage ich jetzt mal, Erfahrungspunkten. Und was passiert, wenn ich die 50 voll habe? Ja, ich kann meine Leben nach oben setzen. In dem Fall bekomme ich keinen Balken dazu, sondern mir werden einfach nur weniger Leben abgezogen. Man sieht für mehr Magie, beziehungsweise für weniger Magie abgezogen. Klar, das gleiche Spiel wie bei den Leben. Kostet schon 100 Erfahrungspunkte und 200 für mehr Angriffsschaden. Ich werde am Anfang auf die Angriffsschaden gehen. Das heißt, ich muss mir jetzt erstmal ein bisschen was sparen. Und ja, das ist sozusagen... Es gibt kleine Secrets hier in diesem ganzen Spiel. Und die... Ich kenne sie... denke ich nicht mehr alle... Oh, scheiße. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ja, hier ist es nicht mehr ganz so sicher. So, ja, da gibt es schon mal 10. Hm, vielleicht könnte ich hier mal ganz kurz ein bisschen trainieren. Oh, ein Pissbag. Yay! Auch Monster können Pissbags spawnen. Das ist positiv. Komm mal her, du scheiß Spinne. Komm, nein. Zack, so. Naja, sonst gibt es nur 2. Okay, das war schon mal ganz ordentlich. Ja, die Feen, ja, die sind total bescheuert. Die killt man mit einem Schlag, aber sie geben keine Erfahrungspunkte. Und ja, wie man schon gemerkt hat, es hört auf. Hier, man kommt raus aus diesem Monsterbild, wenn man aus den Seiten raus... Oh, ein Pissback! Wow, ich habe so viel Glück. Bei der Testaufnahme hatte ich keinen einzigen. Und hab echt viel trainiert. So, einmal noch. Wunderbar, ich kann jetzt mehr Schaden machen. Zack. Und wir haben jetzt gerade auch schon gesehen, ich habe
zwei Schläge für einen so einen Blobby bekommen, gebraucht. Jetzt ist es nur noch einer. Ja, ich werde sehr, 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 sehr viel offscreen trainieren. Aus dem einfachen Grund, man muss trainieren, um hier irgendwie zu bestehen. Wow, das war knapp. Wenn ich hier nicht trainieren würde, ich sag mal so, dann wäre ich wahrscheinlich im ersten Level schon ziemlich schnell im Arsch. Wo geht's denn hier lang? Naja, super, es ist dunkel. Ja, das ist auch so eine Sache. Dieses Spiel denkt ab und an sehr... Ich weiß nicht. Oh, noch ein Pissback. What the fuck? So, jetzt geben wir mal mehr Leben ab. Und jetzt kostet das Attack schon 500, wie ihr seht. Also, die steigen natürlich auch dementsprechend. Okay, ich sehe schon. Oh, Alter. So, in die Richtung. Komm her. Oh, nerv nicht. Komm, spring hoch. Perfekt. Okay, okay. Haha, haha. Ja, das ist, ein bisschen nervig, muss ich sagen. Denn man sieht hier gar nichts. Was ist das? Ja, genau. Das ist ein, ja, ich weiß auch nicht mehr viel von dem Spiel. Ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Ihr habt gesehen, ich habe jetzt einen Magic-Balken dazu bekommen. Nützt mir im Moment noch nichts. Gar nichts. Aber es ist schön, wenn wir ihn jetzt schon haben. So, dann probieren wir mal, killen wir mal ein paar Leute. Magie brauche ich im Moment noch nicht, deswegen werde ich auch noch nicht auf Magie trainieren gehen. Das sind übrigens auch kleine Magiefläschchen, die füllen die Magie dann wieder ein bisschen auf. Aber okay. So, dann würde ich sagen, den groben Teil hätten wir. Dann versuchen wir einfach mal das zu machen, was sich gehört, ne? So, hier ist blöderweise... In der Wüste sollte man nicht kämpfen. Wüstenkämpfe sind scheiße. Das kann man schon mal sagen. So, spring. Nein! Wow, Gott. Ja, das Problem ist... Wow, ja. Das habe ich noch gewusst. Da habe ich nämlich in der Testaufnahme... Bin ich da schon das erste Mal gestorben. Man stirbt hier sehr schnell. So, stirb ganz schnell, du Drecksding. Und irgendeine Engelstatue. Ich habe zwar keine Ahnung mehr, für was ich die Engelstatue brauche. Aber das werde ich im Laufe des Spiels schon herausfinden. So, komm her. Und die Fledermaus ignorieren wir. Ja, es gibt später eine Möglichkeit, dass wir auch in so dunklen Höhlen etwas sehen können. Ha, noch auf die Straße geschafft. Und ihr habt gemerkt, ich wurde getroffen. Dementsprechend kann ich jetzt nicht mehr schießen. Das ist super. Deswegen begeben wir uns in eine Stadt. Und die Städte sind hier die geilsten. Erstmal, die Musik ist super. Und ich glaube, das ist schon hier die dementsprechende Tussi, die wir braucht. Oh, please let me help you. Come inside. Ja. Die lässt mich nicht rein. Ja, hallo? Ja, ich will mit rein. Ah ja, hier. I can restore your life. Ja, was auch immer Link mit dieser wunderschönen jungen Frau macht. Keine Ahnung. Ja, das gleiche gibt's mit Magie bei einer Alten. Ich habe keine Ahnung, was er da macht. Aber ich möchte bei der Alten auch nicht weiter drüber nachdenken. I am Error. Ja, das ist der typische Running Gag dieses Spiels. Error. Vielleicht heißt er auch Error. Aber keine Ahnung. Ja, und ich bin schon gespannt, wie es hier weitergeht. You saved the trophy. Ah! Come see my uncle. Ja, ich habe nicht mal gewusst, dass ich die Trophäe hier sammeln musste. Ich wusste nur, dass es da oben noch was gibt. Aber mehr auch nicht. Ja, wunderbar. So, jetzt geht's ab. Grüß dich, alter Mann. Diese guten Herren gibt es in jeder Stadt, glaube ich. With this you can jump very high. Ja, meinen ersten Zauber gelernt. Jump. Ich kann es euch mal ganz kurz zeigen. Ja. Zack, jetzt habe ich Magie verbraucht und ich springe höher. Kann mal praktisch sein, nicht immer.
So, und man sieht, es hat einen Haufen Magie gekostet. Jetzt könnte ich vielleicht doch ein bisschen auf Magie gehen. Naja, egal. Was will die fette Dame? Use keys in palaces they are found in. Wow. Ja, das sind so Tipps, die eigentlich kein Mensch braucht. Do not go south without a candle. Okay, ich soll also nicht nach Süden gehen ohne eine Lampe. Ja, das können wir machen. Was sagst du? Hübsche Frau? Sorry, I know nothing. Du bist dumm. Nicht mal blond. Find magic in a cave south of the castle. Find magic in a cave south of the... Ach so, okay, das habe ich schon gefunden. Ja. Was sagst du mir? I am much too busy to talk to a stranger, wahrscheinlich. Komm her, was sagst du? Hello. Wahnsinn. Sehr hilfreich. So, dann gehen wir mal zur Alten, nochmal. Und lassen uns auf wunderbare Art und Weise und nicht pervers gedachte Weise unsere Magie wieder herstellen. I can give you magic. With a little blow. Nee, egal. Ja. Und wie ich schon gesagt habe, nur mit vollem Leben können wir mit unserem Schwert schießen. Jetzt ist natürlich die Frage, soll ich schon in Richtung Castle gehen? Ja, ich kann es mal probieren. So. Diese Musik wird einem irgendwann so im Ohr hängen bleiben, das ist der Hammer. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Au, fuck. Na, egal. So, jetzt habe ich Angst, weil ich natürlich keine Gegner sehe im Dunkeln. Ah, okay, ich sehe ein bisschen was. Au! Du Arsch! Komm her, komm, komm, komm. Da ist noch einer, oder? Ne? Kann er mir da? Okay. So, gucken wir mal. Ich sehe nichts am Boden krabbeln. Okay, wir sind sicher. Gut. Jetzt geht's hier runter. Jetzt muss ich noch ganz kurz was gucken. Denn es gibt hier auch eine geheime Passage. Und ja, dieses Spiel wird ein absolutes Abfuckspiel für mich werden. Das kann ich euch jetzt schon mal versprechen. Denn es gibt richtig, richtig miese Stellen, die ich nicht haben möchte. So, was gibt's hier? Wenn das eine Linkpuppe ist, dann will ich sie nicht. Ah nein, ein Herzteil, das nehme ich mit. Zack! Wow, cool. Au, das war nicht ganz so cool. Ja, das Herzteil, wie man schon gesehen hat, ich glaube, ich warte, bis ich live wieder machen kann. Das ist dann doch, glaube ich, ein bisschen wichtiger. Ja, wie man das Herzteil schon gesehen hat, hat mir das Herzteil einen Balken mehr gegeben in meinem Leben. Und das wird einfach dermaßen wichtig sein im Laufe des Spiels. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Denn es gibt hier richtig, richtig miese Drecksviecher. Ja, deswegen habe ich gesagt, kämpft niemals in der Wüste, denn es kommen keine Monster, also keine Erfahrung zum ich weiß nicht, wie es bei den Großen, bei den Bären ausschaut. Aber okay. So, das ist Castle Nummer 1. Relativ früh kommt man dahin. Ohne irgendwas Großartiges davon machen zu müssen. Aber ja, es ist nicht so einfach hier. Besonders, weil die Dinger hier auch keine Erfahrung geben. Dim, dim. Und durch diese Viecher kommt man natürlich auch extrem langsam nur voran. Haben die mir jetzt auch nur 2 gegeben? Ja, geil, die geben mir auch nur 2. Ja, man sieht, das Skelett kann mir so nichts anhaben, weil ich ja immer noch ein Schild vor mir halte. Ich kann aber im Gegensatz dazu dem Skelett auch nichts anhaben, weil er auch sein ich kann nicht mehr reden heute. Weil er auch sein Schild so hält. Also muss ich von unten angreifen. Au. Ich sollte vielleicht auch... Nein! Alter, der Controller ist
nicht ganz toll. So, life will go up. Das will ich haben. Denn dann habe ich nämlich wieder volle Leben. Das ist wichtig. Gut, ja, nehmen wir uns gleich mal den Key mit. Die Dinger könnte man theoretisch, wenn man... Ah ne, kann man noch gar nicht zerschlagen. Kann man erst später zerschlagen. Ah, okay. Dum, 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 du, 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 du. So, und bei Zelda werde ich eine kleine Änderung machen, statt zu meinen anderen Projekten. Ich werde nämlich nur 15 Minuten Folgen machen. Aus dem einfachen Grund, Zelda ist kein langes Spiel und ich möchte es nicht einfach so schnell dann innerhalb von 10, 15 Videos beenden. Von daher war es das erstmal für heute mit The Legend of Zelda. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen wieder. Und ja, es ist, wird noch ein bisschen besser. Im Moment kann ich mich noch nicht aufregen, das kommt aber noch. Bis dann, ciao.